Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ländle TV der Tag am heutigen 19. Mai 2016. Wie unschwer zu erkennen ist, sind wir wieder im Außeneinsatz und zwar bei den Käserebellen in Sulzberg, auch die Käserebellen ja Partner des Motocross-Weekends in Mückers. Neben mir jetzt der Chef Sepp Grünauer. Herr Grünauer, Käserebellen in Sulzberg, es wird Käse produziert und zwar ein ganz besonderer. Worum geht es bei euch ganz genau? Ja, wir sind einer der größten Heumilchproduzenten in Vorarlberg. Wir verarbeiten gentechnikfreie Heumilch, die wo mittlerweile ja geschützt ist als eingetragene Spezialität, also geschützte traditionelle Spezialität von der EU. Und wir machen hier sehr innovative Heumilchkäsespezialitäten in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Die Massen, die hier produziert werden, sind immens. Im Hintergrund zu sehen, die Produktion, wie viel geht bei euch jeden Tag quasi durch die Firma? Ja, wir haben eine Jahresmilchmenge von 35 Millionen Kilogramm Heumilch von über 300 Heumilchbauern. Und die Tagesmenge ist derzeit knapp an die 100.000 Liter Heumilch, Milchverarbeitung. Und somit haben wir da fast an die 10 Tonnen Käse, wo wir hier produzieren. Ganz wichtig, die Milch kommt aus Österreich. Also der Hauptanteil der Milch kommt hier vom Bregenzer Wald, natürlich von Sulzberg, die größte Bauerngemeinde hier im Vorarlberg. Und es geht dann bis ins große Walsertal. Und ganz wichtig auch, wo geht der Käse schlussendlich hin? Also wir vermarkten natürlich hier im Land, in Österreich, unsere Produkte in den verschiedenen Märkten. Aber der Hauptanteil wird natürlich im Export verkauft. Das ist vorwiegend in Deutschland und noch in weiteren 20 Ländern. Interessante Sache. Ich sage vorerst vielen Dank für die Informationen und Sie, liebe Zuseher, sehen jetzt die aktuellen News des Tages. Qualität vor Quantität bildet die Kernaussage bei der Pressekonferenz zum Thema Handel in Vorarlberg im Landhaus Bregenz. Die wichtigsten Rahmenbedingungen für den Vorarlberger Handel sind weiterhin gut. Die Kaufkraftbilanz des Handels ist auch dank Schweizer und Liechtensteiner Konsumentinnen und Konsumenten hochpositiv, trotz Onlinehandel. Wenn man bedenkt, dass wir etwa 24.000 Beschäftigte in diesem Segment haben, davon etwa 14.000, knapp 14.000 im Einzelhandel, etwa 7.000 im Großhandel und noch etwa 3.000 im Kfz-Handel, dann sieht man schon, dass das eine der wesentlichen Sparten ist. Wie alle Indikatoren, die für die Entwicklung des Handels von wesentlicher Bedeutung sind, ob das Wohlstandsindikatoren sind, Wirtschaftswachstum, Arbeitsmarktsituation, Bevölkerungsentwicklung, Bevölkerungsdynamik, sind grundsätzlich positiv und haben mit dazu beigetragen, dass wir dieses Ergebnis erzielen konnten. Der Konsument ist kritisch, es muss das Angebot passen, es muss die Qualität passen, es muss das Preis-Leistungs-Verhältnis passen. Vorarlberg zählt zu jenen Bundesländern, die am besten die Kaufkraft oder eigentlich am besten die Kaufkraft der eigenen Bevölkerung hält. Das heißt, die rund 360.000 Vorarlberger und Vorarlbergerinnen sind äußerst standorttreu zum eigenen Handel. Die Angebotsstruktur ist speziell bei mittel- und langfristigen Gütern mit Nachdruck auszubauen und Marktlücken sind regional zu schließen. In einer Tischlerei in der Hörbranzer Allgäustraße ist heute in der Früh ein Silo in Brand geraten. Bei Reparaturarbeiten kam es zu einer Staubexplosion, bei der zwei Personen teils schwer verletzt wurden. Einer der Arbeiter erlitt Verbrennungen dritten Grades und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen. Eine Firma wurde mit dem Abpumpen des Inhalts des Silos beschäftigt. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Wir sind immer noch zu Gast bei den Käserebellen in Sulzberg und der Käse gedeiht im wahrsten Sinne des Wortes und zwar in einem Salzbad. Herr Grünauer, wie schaut es aus mit dem Salzbad? Gibt es hier Geheimnisse bei den verschiedenen Käseproduzenten? Hat hier jeder sein eigenes Rezept? Also hier gibt es keine großen Geheimnisse. Der Käse braucht also eine Salzaufnahme, einmal für den Geschmack, wo er bekommt und natürlich auch für die Rindenbildung, wenn er im Käsekeller ist, dass er eine schöne Rotschmiere anlegt. Jetzt haben wir es eben gesehen mit dem Kran. Wie lange bleiben die Käse in diesem Salzbad? Das ist unterschiedlich. Je nach Käsesorte zwischen 1 und 2 Tage ist der Käse hier im Salzbad. Also er nimmt Salzwasser auf und gibt dabei Molke ab. Spannende Geschichte. Und wir sehen uns in Kürze wieder und zwar mit dem fertigen Käseprodukt. In der Zwischenzeit sehen Sie die aktuellsten Sportnews des Tages.
Die Kaderbekanntgabe des österreichischen Skiverbandes ÖSV brachte für die Mitglieder des Vorarlberger Skiverbandes einige Veränderungen. Prominentestes Opfer der neuen Kaderzusammenstellung ist der Hohenemser Marcel Mattis, der aktuell in keinem ÖSV-Kader mehr aufscheint. Neu im ÖSV sind hingegen die Alpinen Patrick Feuerstein und Michelle Niederwieser, die Snowboarder Viktoria Boric und Christoph Maurer sowie die Behindertensportler Heike Türtscher und Julian Ernst. Ja, wir haben unseren Standort gewechselt und zwar ins Käsehaus der Käserebellen hier direkt in Sulzberg. Neben mir jetzt immer noch der Sepp Grünauer. Herr Grünauer, wie viele Käsesorten werden denn produziert bei euch? Ja, aus unserer silofreien Milch, also aus unserer Heumilch, können wir natürlich auch den besten Käse produzieren. Wir haben über 20 verschiedene Käsespezialitäten. Das ist ganz eine Besonderheit. Und wir machen zu jeder Jahreszeit was, im Frühjahr mit Bärlauch, im Sommer mit Mango, im Herbst mit Holunderblütensaft im Käseteig und im Winter mit Walnüsse. Also wir haben hier eine sehr große Auswahl und Vielfalt von unseren Heumilch-Käsespezialitäten. Die Auswahl also riesengroß. Was mich noch interessieren würde, Käserebellen, klingt rebellisch, woher kommt der Name? Ja, beim EU-Beitritt Österreichs sind die Bauern eigene Wege gegangen und da haben die Genossenschaft die Marke Käserebellen gegründet. Also ein bisschen rebellisch, aber wir kämpfen nur für das Gute, so wie einst Robin Hood. Und vor allem alles made in Vorarlberg, alles aus der Region bei euch. Ja, wir haben also hier die Milch von dem Bregenzer Wald und wie gesagt bis ins große Walsertal im Biosphärenpark. Und da haben wir die Sennerei Thüringer Berg, wo wir auch noch Bio-Bergkäse produzieren. Soweit also Sepp Grünauer von den Käserebellen. Und was Sie morgen in den Vorarlberger Nachrichten zu lesen bekommen, das sehen Sie jetzt. Vorarlberg mit höchster Kaufkraft-Eigenbindung Österreichs. 9 von 10 Euro werden im heimischen Handel umgesetzt. Anlässlich einer Podiumsdiskussion zum Thema der Islam und der Handschlag hat unsere Toleranz Grenzen, berichten Hack-Direktoren über Einzelheiten ihrer Erfahrungen mit dem umstrittenen Islamlehrer. Dieser habe unter anderem mündliche Maturaprüfungen dazu benutzt, sein rückständiges Frauenbild zu propagieren. Und zwei ehemalige Geschäftspartnerinnen eines Vorarlberger Friseursalons trafen sich am Bezirksgericht Dornbirn wieder. Sie beschuldigten sich gegenseitig, in die gemeinsame Kasse gegriffen zu haben. Willkommen zurück hier im Käsehaus der Käserebellen in Sulzberg. Wir sind schon fast am Schluss angelangt. Eines aber noch, und zwar steht das MX-Weekend in Möckers kurz bevor. Sepp Grünauer von den Käserebellen, ihr seid Partner mit den Käserebellen. Warum? Ja, einmal stehen wir ganz stark für Regionalität. Bei uns liefern auch Heumilchbauern aus Möckers ihre Milch nach Sulzberg. Und zum anderen habe ich in meiner Jugendzeit, bin ich selber Motocross gefahren und war motorsportmäßig viel unterwegs. Und somit möchten wir einfach den Motocross-Club Möckers da unterstützen, weil sie hier in der Region so eine große Veranstaltung durchführen. In diesem Sinne sagen wir Dankeschön. Danke auch für den Besuch, dass wir bei euch sein durften heute. Und für Sie, liebe Zuschauer, folgt jetzt noch das Wetter. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Dann berichten wir direkt von der Rennstrecke in Möckers. Bis dann. Tschüss. Heute Nacht liegen die Temperaturen zwischen 4 und 12 Grad. Der Wind weht mit 8 km/h aus Südsüdosten. Der Freitag beginnt unbeständig. Vor allem in den Bergen sind letzte Schauer dabei. Tagsüber lockern die Wolken auf. Gleichzeitig wird es auch wieder wärmer bis zum Nachmittag. Der Samstag hat viel Sonnenschein zu bieten. Allerdings verlaufen die Morgenstunden nach nächtlichem Aufklaren sehr frisch. Tagsüber klettern die Temperaturen dann auf frühlingshaftes Niveau mit Höchstwerten an die 20 Grad. Am Sonntag bleibt das Wetter zunächst sehr sonnig, es wird föhnig, sehr warm, aber deutlich labiler. Zur Sonne gesellen sich am Nachmittag größere Quellwolken und die Gewitterneigung steigt, insbesondere im Gebirge, rasch an. Die Woche beginnt erneut mit Regen bei Temperaturen von 9 bis 12 Grad.